Hallo Leute, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich wieder in Thailand. Und zwar kam ich Freitag vor 8 Tagen in Bangkok an und von da aus ging es sofort weiter nach Hua Hin. Momentan bin ich hier am Khao Takia Beach und absolviere mein morgendliches Gehtraining. Ich hoffe, ihr hattet alle ein angenehmes und friedvolles Weihnachtsfest und an dieser Stelle möchte ich euch gleich einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und viel Glück und Gesundheit für selbiges. Ja, die letzten Wochen in Deutschland waren nicht so ganz prickelnd für mich. Ich wurde noch 2-mal ins Krankenhaus angewiesen, musste noch 2 Operationen über mich ergehen lassen. Einmal an der Beckenarterie bekam ich noch einen Stent gelegt und einmal wurde am Herzen eine Verödung vorgenommen. Und jetzt, sagen wir mal so, geht mir wesentlich besser. Ich kann wesentlich besser laufen als vorher. Und meine Ohnmachtsanfälle, die ich da des Öfteren bekam, sind scheinbar auch behoben. Jedenfalls bis jetzt. Und ich fahre auch wieder Motorrad. Also bisher keine größeren Probleme. Und nur nach diesen Operationen und so weiter hatte ich absolut keine Lust da, eine Kamera in die Hand zu nehmen und überhaupt was zu tun. Ich war mit mir selber beschäftigt, muss das Ganze erst auch mal psychisch verarbeiten. Innerhalb von 5 Monaten 6 Operationen, die steckte ich auch nicht so einfach weg. Ich behauptete ja immer von mir, ich bin ein zäher Knochen, aber im letzten Jahr wurden mir meine Grenzen deutlich aufgezeigt. Und es gibt auch sonstige Neuigkeiten. Ich ließ das Video, glaube ich, in einem anderen Video schon mal anklingen. Ich verlegte meinen Hauptwohnsitz wieder nach Deutschland aus verschiedenen Gründen, auf die ich momentan nicht eingehen möchte. Und bin also wieder in Deutschland gemeldet, konnte mich dann auch mal endlich um meine Finanzen in Deutschland kümmern. Bekam wieder eine Steuernummer zugeteilt, wie das so üblich ist. Ohne Steuernummer ist man ja in Deutschland nichts. Und ich meldete meinen YouTube-Kanal als Gewerbe an. Also alles in trockenen Tüchern. Ja, bevor da wieder Behauptungen im Netz auftauchen, die keinen Hand und keinen Fuß haben, wie das auch schon mal in Deutschland passiert ist, wo jemand auf mein Video reagierte. Naja, dann beschwerten einige von euch sich, dass ich meinen Discord, meinen Twitter und meinen LinkedIn-Account sowie meine Website vom Netz nahm. Leute, mir ist das einfach zu viel. Ich bin 68 Jahre alt. Und ich brauche auch ein bisschen mehr Ruhe als vorher. Ich bin froh, dass ich wieder in Thailand bin. Hier kann ich wesentlich mehr unternehmen, kann mehr unterwegs sein als in Deutschland bei dem schlechten Wetter. Und bin, wie gesagt, froh, wieder hier zu sein. Aber so internetmäßig werde ich es ruhiger angehen lassen. Ich werde nur noch meinen YouTube-Kanal behalten. Auf Facebook werde ich im Laufe der Zeit vom Netz nehmen. Alles zu seiner Zeit und alles langsam. Ich setze mich dann nicht mehr selber unter Druck. Auch mit den Videos aufnehmen. Wenn es sich ergibt, mache ich Videos und ich weiß auch nicht, obwohl es mir relativ gut geht, ob ich noch mal in der Lage bin, so weite Touren zu machen. Wäre natürlich schade, weil die macht mir ja besonders Spaß und das war ja auch eigentlich mein Content, unterwegs zu sein. So diese ganzen Informationsvideos, die liegen mir nicht, die kann man sich auch so aus dem Netz ziehen, wer lesen kann. Es gibt genug Zeitschriften, und wo man sich dann Informationen über Visa und so weiter anlesen kann. Das dürfte also so kein großes Problem sein. Ja, ihr seht momentan noch ziemlich ruhig hier. Ich war gestern am Hua Hin Beach, wollte das Video da aufnehmen, war unmöglich. Alles voll und gerade jetzt zu Neujahr reisen die ganzen Thais aus Bangkok an. Aber ist mal wieder schönes Wetter. Super, die Jungs sind auch wieder mit den Hotdog-Pferdchen unterwegs. Und ja, ich gehe mal einen Kaffee trinken. Also Leute, wie gesagt, ich bin froh, dass ich jetzt noch mal ein Video aufnehmen kann. Auch unter anderen Voraussetzungen als in Deutschland. Also zum Schluss waren es da 3-4 Grad bei mir an der Ecke. Nieselregen und da hatte ich auch keine besondere Lust, die Kamera in steife, frohen Händen zu halten. Bedanken möchte ich mich nochmal bei Lars,
der sich da sehr um mich gekümmert hat. Ohne ihn hätte ich das wahrscheinlich mit den ganzen Behörden und so weiter überhaupt nicht auf die Reihe bekommen. Wann habe ich da noch mal Formulare ausgefüllt? Da ist 25 Jahre her. Und bei meinem Freund Karl, der sich hier in Thailand um alles gekümmert hat, hat sich um meine Pflanzen gekümmert und Motorrad reingesetzt und auch sonst alles in Ordnung gehalten. Vielen Dank an euch beide. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also kein Druck von meiner Seite. Ich trinke mal jetzt hier irgendwo nochmal einen Kaffee da vorne. Ich glaube, ich bin immer an dem zweiten Stand gewesen. Die sind korrekt, die beiden Jungs, die da arbeiten. Und dann geht es auch wieder nach Hause. Ja genau, Leute, hier an der zweiten Bude, sage ich mal, trinke ich immer meinen Kaffee. Mi Kaffee Ron Mai. Oh, Kaffee Ron. Yang Mai Mi. Yang Mai Mi. Yang Mai Mi. Okay, mal bin ein Wähler. Jo, er hat die Kaffeemaschine noch nicht angeschmissen und schickt mich zur Konkurrenz. So sind sie ja. Die sind alle sehr nett hier an dem Beach. Und die Preise sind auch relativ moderat, muss ich sagen. Er meinte da, wo die gerade gekehrt haben. Und Mod, ja genau, Mod meinte er. Da soll ich mal hin. Die hätten schon Kaffee. Schauen wir mal. Ja Leute, hier bekomme ich meinen Kaffee. Das sind wieder die Sachen, die mir Spaß machen, da mit den Teils so ein bisschen rumalbern und ein bisschen rumlachen und so. Da kam ich direkt wieder bessere Stimmung als drüben im kalten Deutschland. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mal alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. Und ich hoffe mal wieder, ich habe jetzt da nicht so viel Unsinn erzählt mal wieder. Passiert mir manchmal und mein Gedächtnis ist auch nicht mehr so dolle.